Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution Video. Und wie ihr sehen könnt, das neue Update, das Sommer-Update, auf das wir alle gewartet haben, ist endlich verfügbar. Um 12 Uhr ist das Ganze für die normalen Leute verfügbar gewesen. Für einige größere YouTuber war es, glaube ich, schon ein bisschen eher verfügbar. Aber das ist nicht weiter schlimm. Ich freue mich mega. Ich habe richtig Bock, das Ganze auszuprobieren. Und wir werden uns als erstes auf jeden Fall mit den Terrain-Tools und den Deko-Elementen befassen. Und dafür gehen wir jetzt, würde ich sagen, auf Isla Nublar und schauen uns das Ganze mal an. So, wir befinden uns auf Isla Nublar und ich habe hier mal so eine kleine Fläche freigeräumt. Da werden wir jetzt hier die neuen Terrain-Tools und Deko-Elemente so ein bisschen ausprobieren. Danach werden wir sie auch noch im Praxistest anwenden. Das heißt, wir gehen in einen unserer Parks, ich glaube den Mountainpark oder den Safari-Park, weiß ich noch nicht genau, und werden dort auch einiges ausprobieren. Aber ich bin jetzt wirklich gehypt und ich kann nicht mehr warten. Ich will jetzt anfangen. Ich sehe hier schon, das sind vermutlich die Deko-Elemente, die neu hinzugekommen sind, hier auf der linken Seite. Und bei Wegen ist, glaube ich, nichts dazu gekommen, ne? Nee, Wege nicht. Aber hier bei der Landschaftsgestaltung natürlich. Ich würde auch sagen, wir gehen als erstes darauf, weil das ist das, worauf ich mich am meisten freue. Und hier sehen wir schon, jetzt haben wir hier eine größere Auswahl an Bäumen und Waldelementen. Guck mal hier, Wald, Grasland, Küstengebiet, Klippe und lebendig. Ist das jetzt ein Bodenbelag oder was ist das? Nee, das ist der Bodenbelag, ne? Ah ja, okay. Interessant. Okay, ich fange mal mit dem Bodenbelag an. Das ist halt das, was mich am meisten interessiert. Das Tool ist auch viel, viel kleiner geworden hier. Vom Pinsel her. Das ist ja cool. Also damit kann man das auf jeden Fall viel genauer machen. Das ist das ganz normale Gras. Das hier ist der Fels. Der sieht aber schnieke aus. Oh ja, damit werden wir sehr viele tolle Parks bauen können. Ich finde auch, der Übergang ist super. Also das ist natürlich sehr, sehr wichtig, wie der Übergang aussieht. Und der sieht echt nice aus hier von den Felsboden. Und man kann das auch wirklich gut malen. Ich könnte jetzt sogar hier Dundee hinschreiben, glaube ich. Also das funktioniert 1A. Hier, ich mache mal ein DM. Und der Übergang ist halt echt toll, ne? Also wenn ihr mal schaut, so, man kann auch so leicht Gras machen mit so ein bisschen Klippe darunter, wenn man das möchte. Je nachdem, wie lange man über der Fläche gedrückt hält. Seht ihr das? Man kann so ganz, ganz leicht so eine Felsstruktur damit reinbringen. Das ist echt cool. Also das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Also man kann halt richtig harten Fels machen oder halt nur so Fels, der so ein bisschen unter dem Gras hervorschimmert. Und dann haben wir hier noch Schlamm. Schlamm ist vermutlich, ja, habe ich mir schon gedacht, das ist einfach das ganz Normale, was man auch schon kennt. Der Fels ist natürlich auch das ganz Normale, was man schon kennt, was man nur noch nicht zeichnen konnte. Das war ja immer am Rande von verschiedenen Maps und so schon zu sehen. Schlamm ist einfach so ein bisschen, das ist gar kein Gras, ne? Nee, ist gar kein Gras. Okay, Schlamm ist einfach nur so ein bisschen grün-braun und ohne Grashalme das Ganze. Ist auch nicht verkehrt, ne? Kann man sicherlich auch was mit anfangen. Aber ich glaube, es gibt sogar noch mehr davon, nämlich auf bestimmten Inseln, dass man auch Sand und so zeichnen kann. Das werden wir gleich auch noch ausprobieren. Aber bevor wir das machen, machen wir jetzt hier erstmal weiter. Also man kann das Tool auch größer machen. Und ich finde es echt cool, dass das, dass man nicht direkt alles so doll drücken kann. Ich glaube, man hat hier mehrere Stufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seht ihr das? Also man kann halt die Stärke bestimmen, wie doll das jetzt beschlammt ist oder begrast. Ihr seht das ja hier. Das ist echt sehr, sehr cool. Das wird nice. Damit werden wir ein ganz, ganz tolles neues Parkprojekt, denke ich mal, machen können. Ich weiß, das sieht jetzt hier nicht schön aus, aber das ist ja nur zu Testzwecken. Und dann gehen wir direkt zum nächsten Punkt über. Nämlich den Bäumchens hier. Die probieren wir auch mal aus. Hier ist das Tool leider nicht kleiner geworden. Das hätte ich mir ja gewünscht, ne? Dass das Tool genauso klein wird wie hier. Weil die Bäume halt sehr ungenau sind, was die Platzierung angeht. Aber das hier müsste der normale Wald sein. Ja, den kennen wir soweit. So, das ist der normale Wald. Das sind vermutlich die normalen... Oh, hier haben die das Tool verkleinert. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Das hätten die mal bei den Bäumen auch machen können. Hier, das sind die normalen Büsche. Die kann man nicht auf Felsen machen, wie man sieht. Also das Felsmuster wird übergemalt. Aber auch hier ist es genauso, dass man den Fels noch so ein bisschen durchschimmernd machen kann. Finde ich sehr cool. Also... Da haben wir wirklich viele Möglichkeiten, Gehege zu gestalten. Was haben wir hier? Küstengebiet. Das sind vermutlich andere Bäume, Büsche. Ach, das sind die Büsche. Die kennen wir ja auch schon von bestimmten Inseln. Ich weiß jetzt gerade leider den Inselnamen nicht. Aber diese, ja, Blumen, nenne ich sie mal, Blumenbüsche, die kennen wir ja auch schon. Sehr cool, dass man die jetzt auch auswählen kann. Und ihr seht jetzt schon, wie viel Variation dadurch entsteht hier bei der Landschaftsgestaltung. Also das macht schon viel aus. Der nächste Punkt sind Klippen. Sind das jetzt Sachen, die man auf Klippen platziert? Nee, das verstehe ich nicht. Okay, das ist auch einfach ein anderer Untergrund mit anderer
Begrasung und anderen Büschen. Sieht auch sehr interessant aus. Ach nee, das ist gar kein Untergrund. Das ist auch, das sind so helle Pflanzen. Ich dachte, das wäre so ein Boden auf den ersten Blick von oben. Aber das sind so, ja, bräunliche Büsche oder sowas. Auch sehr cool. Und dann haben wir noch lebendig. Da bin ich ja mal gespannt. Das bunte Blumen sind. Oh, das sind wirklich bunte Blumen. Sehr cool. Ja, schön rote Blumen. Gelbe Blumen habe ich da vorne auch schon gesehen. Ja, das ist sehr, sehr nice, dass man das machen kann. Ihr seht schon, wie das von oben einfach komplett anders hier aussieht, wenn man das gestalten kann, ne? Also das ist schon sehr, sehr cool. Und hier haben wir das Entferntool. Finde ich wieder schade, dass das auch noch so groß ist, der Radius. Ich finde, die hätten ruhig noch hier so einen vierten Balken machen können, dass alle so ein kleines Tool haben, wie hier die Büsche zum Beispiel. Weil diese großen Kreise sind halt sehr ungenau. Machen das mal wieder weg und probieren das nächste aus. Hier hat sich, glaube ich, nichts geändert, oder? Doch, das Zeichen hat sich geändert. Okay, das Zeichen hat sich hier so ein bisschen geändert vom Wasser. Haben die das etwa auch überarbeitet? Ah, das ist schon echt nice, ne? Ich freue mich schon auf unser nächstes Parkbuilding-Projekt. Dann haben wir noch die Terrain-Tools. Die haben sich soweit, glaube ich, auch nicht geändert. Also hier ist noch ganz normal Land erhöhen und sowas. Ich frage mich ja, wie das aussieht, wenn ich jetzt hier so erhöhe und dann an der Seite mal Klippe mache. Boah, das ist nice, ne? Schaut euch das an. Also ich glaube, wenn wir gleich in den Mountainpark gehen und mal einen Praxistest machen, dann können wir den Mountainpark wirklich richtig krass verschönern, weil wir jetzt einfach Klippen sozusagen zeichnen können. Ist ein bisschen schade, dass die es nicht eingebaut haben, dass man auch eine Klippe straight nach unten machen kann, sondern immer diese langen Schrägen hat. Aber immerhin, es ist schon mal ein Schritt auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und es sieht sehr, sehr cool aus. Die Übergänge sind sehr gut gelungen. Und damit kommen wir schon zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt auf der Liste, das sind natürlich die Deko-Elemente. Die müssten wir, glaube ich, alle hier finden, wenn mich nicht alles täuscht. Oh ja, da sehen wir schon einiges. Und, die Bäume sind Deko-Elemente. Das wusste ich gar nicht. Ihr seht schon, ne? Also hier gibt es einige Bäume, einige Felsen. Sehr, sehr cool. Die Auswahl könnte natürlich noch größer sein, aber wir schauen jetzt erstmal jeden Baum und sowas an. Und der Baum ist ja mal riesig. Eieiei. Oh, die Platzierung, die funktioniert aber super. Das ist nice. Machen den mal hier oben drauf. Und dann schauen wir das Ganze mal an. Okay, das ist ein sehr, sehr cooler, großer Baum. Der war wahrscheinlich auch gemeint mit, als Unterschlupf für die Dinosaurier. Wenn man den so auf einer Klippe macht, wie hier jetzt. Ihr seht ja, wenn es mal regnen sollte oder so, dann ist hier ja natürlich ein guter Regenschutz. Und das sieht schon sehr cool aus, oder? So ein richtig breiter, ja, Dschungel- oder Savannenbaum oder sowas. Also sehr, sehr nice. Gehen wir direkt zum nächsten Baum. Wir wollen jetzt ja auch nicht zu viel Zeit verschwenden. Das ist auch so ein kleinerer Baum mit ein paar Büschen unten. Und die Platzierung ist echt nice. Mal sehen, wie nah man hier angehen kann. Also es ist schon ganz cool gemacht. Kann man die auch drehen? Aber die kann man sogar drehen, die Bäume und sowas. Fehlt jetzt nur, dass man die so ein bisschen in den zufällige Rotation. Ah, okay. Fehlt nur, dass man die so ein bisschen in den Boden und sowas reinmachen könnte, damit die ein bisschen kleiner sind und sowas. Aber ich will jetzt hier nicht meckern, ne? Das Ganze ist natürlich nicht Planet Coaster hier. Dann haben wir hier einmal die Palmen. Damit gehen wir mal eben zum Wasser hier. Jetzt sehen die mal hier. Das sind die dicken Palmen. Die haben wir ja auch schon häufiger gesehen auf Screenshots und sowas. War auch sehr cool. Und als nächstes haben wir Baum 4. Die ganzen haben gar keine besonderen Namen. Das sind einfach kleinere Palmen. Die gab es soweit meiner Meinung nach schon. Das sind ja die gleichen Palmen wie zum Beispiel hier vorne. Hier habe ich ja nichts geändert. Nur, dass man die jetzt wirklich gezielt auswählen kann. In so einem Dreierpack mit so ein bisschen Gras unten. Der nächste Baum. Wo waren wir? Baum 5. Baum 5 ist dieser hier. Ähnlich wie der Baum hier, nur ein bisschen anders vom Geäst und von den Blättern. Auch sehr nice. Und so, wo waren wir? Baum 5 hatten wir schon, ne? Ja. Dann kommen wir schon zu den Felsen. Das finde ich natürlich nochmal mega interessant, wie man die platzieren kann. Okay, das sind die Felsen. Ist auch schade, dass man die nicht in den Boden machen kann. Oder kann man das irgendwie? Winkelsnap, was ist das denn? Oh, okay, wenn ich Leertaste gedrückt halte, dann... Oder? Nee. Was macht denn das? Muss ich das verstehen, Winkelsnap? Ich habe keine Ahnung, was das macht. Könnt ihr ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Ich kann den natürlich auch drehen, hier den Stein. Aber jetzt platzieren wir den mal und schauen mal, wie der aussieht. Oh, die Textur ist aber jetzt nicht die beste, oder?
Schaut mal, also ich meine, von oben sieht es natürlich gut aus, aber wenn man so ranzoomt, das ist aber keine gute Auflösung hier bei der Textur. Das muss ich jetzt ja mal bemängeln. Finde ich jetzt nicht schön. Das ist ein ziemlich matschiger Stein. Sehr, sehr schade. Wie ist denn das mit den Bäumen? Die Bäume sehen gut aus. Also die sind in Ordnung. Aber der Stein ist wirklich. Keine Ahnung, was das soll. Ich meine, von hier oben sieht es gut aus. Aber ich zoome natürlich auch gerne mal ran und sowas. Finde ich schade, dass sie da keine gut auflösenden Texturen genommen haben. So, hier können wir natürlich das Ganze auch drehen. Ah, jetzt verstehe ich, was dieses Winkelsnap macht. Also ihr braucht es nicht in die Kommentare schreiben. Also ich kann einmal so drehen und wenn ich Leertaste gedrückt halte und drehe, dann kann ich das so drehen. Das ist der Unterschied von dem Winkelsnap. Und ihr seht schon, das ist auch schade, ne? Guck mal, wie weit ich von dem anderen Stein Abstand halten muss. Ich kann nicht so nah rangehen. Das wäre halt viel cooler. Dann könntest du viel. Also wenn ich das so zum Beispiel platzieren könnte, dann könnte ich viel individueller hier klippen und sowas machen. So sieht das natürlich im Endeffekt wieder alles gleich aus, weil ich die nicht richtig kombinieren kann, die Felsen hier miteinander. Ihr seht ja echt, wie krass viel Abstand ich halten muss. Aber das ist schade. Sehr, sehr schade. Mal gucken, ob der Fels auch so eine schlechte Auflösung hat. Der hat auch so eine schlechte Auflösung. Eieiei, okay. Und hier haben wir noch einen Felsen. Die sind auch alle gleich von der Farbe her, ne? Bis jetzt. Oder so ziemlich gleich. Der ist ein bisschen dunkler hier. Ah, das sieht schon cool aus. Ich freue mich schon. Aber die sind echt alle gleich, glaube ich. Oder sehr ähnlich zumindest. Hätten die auch ein bisschen verschiedene Felsen mit reinmachen können. Mal ein paar hellere. Und den kann ich sogar relativ nah machen. Ne. Man hat hier halt wirklich immer diesen Abstand. Das finde ich nicht cool. Ich hätte mir echt gewünscht, dass man Felsen miteinander kombinieren kann. Also die so ineinander bauen kann. Damit es einfach cooler aussieht. Dadurch würde es einfach richtig anders aussehen, jede Felsmauer und sowas. Und im Endeffekt, wir haben jetzt wie viele verschiedene Felsen hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Felsen und die werden halt leider immer gleich aussehen. Also man kann sie halt nicht ineinander bauen und damit vielleicht mal einen größeren Felsen oder so erschaffen. Das ist leider nicht möglich. Aber ich will jetzt nicht meckern. Ich freue mich mega über das Update. Bin nur ein bisschen von den Texturen enttäuscht und dass man die Deko-Elemente nicht ineinander bauen kann. Aber ich bin trotzdem mega gehypt. Ich freue mich richtig über diese neuen Deko-Elemente. Ich weiß gar nicht, ob hier noch irgendwas anderes Neues ist. Ich glaube nicht an Deko und Terrain-Tools. Und deswegen würde ich sagen, springen wir mal in den Mountainpark und probieren die mal im Praxistest ein wenig aus. So, wir sind im Mountainpark und ich würde sagen, wir suchen uns jetzt mal eine schöne Stelle aus oder ein schönes Gehege, wo wir das Ganze ausprobieren können. Und ich würde fast sagen, dass wir hier in unser großes Pflanzenfressergehege auf dem Riesenberg gehen. Das bietet sich, denke ich mal, am besten an für so einen kleinen Test, wie das Ganze funktioniert. Und dafür entfernen wir jetzt hier erstmal so ein bisschen die Landschaft und dann werden wir die gleich mal neu gestalten. So, die Dinosaurier sind hier natürlich fleißig am Fressen und Trinken. Ich hoffe, ich störe die jetzt hier nicht. So, wir werden mal natürlich hier viel mit Klippen arbeiten. Mich interessiert ja echt, wie hier so der Übergang ist. Kann man denn hier unter auch bauen? Ne, das passt soweit. Oh, hier geht's nicht. Hier kann ich keine Klippen zeichnen. Warum? Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Liegt das an dem Gras? Ach, das Gras liegt da drüber. Okay, natürlich. Ich habe es nicht entfernt hier. Okay, macht Sinn. Habe ich jetzt natürlich falsch verstanden. Aber ihr seht schon, ne? Das ist schon ziemlich, ziemlich nice. Ich werde es natürlich hier nicht direkt dran machen. Ich mache mal eben nochmal mit dem Gras-Tool so ein bisschen. Ja, man kann halt dann auch echt mit viel Geduld so einen guten Übergang hier schaffen. Vielleicht sollte ich hier nicht Gras machen, sondern Dirt. Ja, weil Dirt ist nämlich der Untergrund, den auch zum Beispiel die Virusstrecke hat. Daher kenne ich nämlich den Untergrund. Ich wollte schon sagen. Dann müssen wir hier nochmal einmal leicht überpinseln. Und jetzt könnte man hier wirklich so eine richtige Klippe machen, aber ich glaube, wenn man das durchzieht am gesamten Berg, dann würde das mega, mega cool aussehen. Wir können ja mal einmal hier das grob machen. Vielleicht können wir das den ganzen Park ja nochmal umbilden in einem etwas längeren Video. So, dieses Video ist ja nur zum zu Präsentierzwecken, sage ich mal. Aber ihr seht schon, wie das dann vom Weiten aussehen könnte. Sieht natürlich jetzt hier ein bisschen doof aus, weil ich das hier nicht ganz so schön gestaltet habe. Ich könnte ja natürlich dann noch hier mal so ein paar Bäumchen und sowas hinmachen. Kann man denn hier auf der Schrägen jetzt zum Beispiel auch so ein
Baum platzieren. Okay, das würde sogar gehen. Drehe ich den mal ein bisschen. Ah, okay, der senkt dann aber hier den Boden ab. Aber das sieht schon cool aus, ne? So, hier die Felswand und dann hier ein Baum. Wenn man das dann vernünftig gestaltet hier, mit viel Geduld, die ich ja in meinen Parkbuilding-Videos aufbringe, dann kann man da sicherlich einiges machen. Diese Felsen, die werden bestimmt auch hier die Schräge anheben. Das ist auch doof, ne? Ich kann jetzt hier nicht so einen Felsen... Ah, der hat natürlich auch jetzt das, den Berg so ein bisschen verändert, wie ihr seht. Oh. Wäre natürlich cooler, wenn man den wirklich auch auf einer Schrägen bauen könnte. Bisschen doof, dass das nur auf einer Geraden geht. Aber er ist nicht ganz gesenkt. Also nur ein bisschen schräg ist es noch. Das ist natürlich auch ein Extremfall. Das ist sehr, sehr steil. Aber ich finde irgendwie, dass diese... Warte mal, ich muss mal kurz in den Aufnahmemodus gehen, um euch das zu zeigen. Ich finde, dass diese... Ja, diese Klippentextur, die sieht einfach matschig aus. Woran liegt denn das? Ich finde, das sieht auch vom Weiten nicht so mega scharf aus. Wartet mal. Grafik, Texturenqualität. Das ist alles auf hoch. Das gibt's ja nicht. Also es liegt nicht daran. Also ich weiß nicht, schreibt es mal in die Kommentare. Ich weiß nicht, ob man es auf YouTube sieht. Aber für mich sieht das wirklich ziemlich matschig aus. Also das stört mich ein bisschen. Jetzt vom Weiten geht's natürlich. Sieht jetzt hier natürlich alles sehr unnatürlich aus, was ich hier gemacht habe. Aber ja, ist halt nur ein Test. Muss jetzt ja nicht alles perfekt sein. Ansonsten können wir natürlich auch viel mit diesen verschiedenen Gräsern und so arbeiten. Das ist echt toll. Mag ich sehr gerne. Die kann man halt super kombinieren, um so einen richtig coolen Dschungel dann im Endeffekt mal zu machen. Und einen Dschungelpark. So, machen wir mal so einen Felsen hier noch in... Oder so eine Felskombination in dieses Wasser rein. Machen wir mal so. Und dann machen wir mal noch einen anderen Felsen. Vielleicht mal diese hier. Ihr seht auch, ne? Die Felsen kann man auf jeden Fall gut mit dem Gras und so kombinieren. Oh, guck mal, wie das schon aussieht. Sieht halt schon viel besser aus, wenn wir dahinter jetzt noch ein paar Bäume machen. Also das macht schon was her. Nicht schlecht. So, wo war ich denn? Ach ne, die Bäume waren ja auch bei Deko, diese anderen Bäume. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier mal... Ah, geht wahrscheinlich jetzt nicht, weil hier überall Dinos sind. Wie doof. Machen wir mal... Hier so eine große... Palme hin. Ja, Palme ist vielleicht jetzt nicht das passendste, aber passt schon. Und ansonsten können wir hier auch nochmal im Hintergrund so ein paar Bäume machen. Die normalen Bäume. Das macht schon einiges her, ne? Wenn man in den Aufnahmemodus geht. Und wir sind auch gerade sehr, sehr viele Dinos. Das ist sehr cool. Also es ist schon so ein komplett anderes Gesamtbild, muss ich sagen, mit den neuen Deko-Sachen hier, mit den Felsen. Also die Felsen machen sehr, sehr viel aus. Aber die haben halt wirklich eine schlechte Textur und das muss ich echt bemängeln. Genau wie das Terrain-Tool, weil ich finde, es stört einfach ein bisschen im Bild, dass die Textur so schlecht ist davon. Also man sieht das hier, glaube ich, echt gut, wie matschig das ist. Also das ist keine hochauflösende Textur. Sehr, sehr schade. Aber es ist trotzdem sehr cool. Ich denke, das reicht für einen ersten Praxistest-Eindruck. Und ja, im Endeffekt freue ich mich natürlich sehr darüber. Es gibt... sicherlich immer irgendwas zu bemängeln, aber so ist das halt, ne? Was ich noch vergessen hatte, euch zu zeigen, das ist, ja, das Sandterrain-Tool. Das funktioniert nämlich leider nur auf... Oh, das wollen wir jetzt hier nicht. Das funktioniert leider nur auf bestimmten Inseln, wie zum Beispiel jetzt Isla Muerta Ost bin ich. Weil ihr seht ja, die ist so ein bisschen sandiger hier am Rand. Deswegen kann man hier das Sandtool benutzen. Finde ich sehr, sehr schade, dass es nicht auf allen Inseln geht. Ich verstehe auch nicht so ganz den Grund dahinter. Aber jetzt seht ihr schon, hier ist das Sandtool auf jeden Fall vorhanden. Und das probieren wir jetzt aus. Ja, ich hätte mir halt gewünscht, dass man es auf jeder Insel machen kann. Ich verstehe auch nicht, warum man die Entscheidung trifft, das nur auf bestimmten Inseln anzubieten. Damit grenzt man ja schon wieder die Variation ein. Vor allem auf der Sandbox-Insel, dass es da nicht funktioniert, ist halt ja wirklich sehr, sehr doof. Aber ich will jetzt euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Wir zeichnen mal hier so ein bisschen. Und dann sehen wir hier nur so ein bisschen Sand. Auch hier kann man das natürlich so mit dem Übergang so ein bisschen machen. Und ich muss sagen, so vom ersten Eindruck... sieht das Sandtool auch nicht so geil aus. Sieht auch sehr, sehr matschig aus von der Textur. Gehen wir nochmal kurz in den Aufnahmemodus. Und ja, die Textur ist wirklich miserabel. Also es ist wie beim Felsen.
eine wirklich sehr, sehr schlechte Textur. Ich meine, vom Weiten geht's dann, aber wenn man da mal wirklich Screenshots und Nahaufnahmen macht, ist es ein bisschen doof. Ja, weiß ich auch nicht, warum da so eine schlechte Textur gewählt wurde. Aber wir zeichnen mal hier so ein bisschen weiter. Oh, da fällt mir auch noch was auf. Eieiei, okay. Hier ist natürlich auch nochmal ein großer Minuspunkt. Probieren wir mal aus, ob das hier ran liegt. Ne. Seht ihr das? Man kann nicht direkt mit den Terra-Tools an den Wegrand gehen. Also man hat immer so einen kleinen Grasstreifen hier. Finde ich auch total doof. Vielleicht können wir das ja fixen. Wenn man hier zeichnen das jetzt mal... Oh, das war falsch. Das wollte ich nicht. Ich wollte hier rein. Zeichne mal eben hier Felsen hin. Und machen wir jetzt einen Weg drüber. Vielleicht funktioniert es hier so. Ne, man bekommt wieder diesen blöden Grasstreifen. Das ist ja auch doof. Also das finde ich auch sehr, sehr blöd, dass man hier immer einen Grasstreifen neben dem Weg hat. Das heißt, man kann niemals einen Weg wirklich auf einem Felsen langlaufen lassen. Man hat immer einen Grasstreifen. Das heißt, man muss im Prinzip, wenn man es schön machen will, immer so ein bisschen Gras und Büsche hier am Wegrand machen und dann einen Übergang zum Beispiel zum Felsen machen. Finde ich doof. Verstehe ich jetzt auch nicht, warum das so ist. Aber gut, so ist das halt. Es ist nicht alles perfekt. Vielleicht wird das Ganze ja noch ein bisschen überarbeitet und verbessert. So, bevor ich das Video jetzt beende hier, ihr seht schon auf der rechten Seite, das neue DLC ist ja auch verfügbar. Und ich will euch kurz mitteilen, wie wir das Ganze handhaben werden. Nämlich, das Ganze heißt ja Claires Zuflucht auf Deutsch. Und das kann man auf Steam kaufen. Ich werde es mir jetzt noch nicht kaufen. Ich werde es auch noch nicht anspielen. Wir werden das Ganze gemeinsam nämlich am Wochenende in zwei Livestreams machen. Einmal am Samstag und am Sonntag. Da werden wir das DLC gemeinsam hoffentlich durchspielen. Ich freue mich schon darauf, weil ich will jetzt nicht hier ganz schnell alleine alles freischalten und dann Videos darüber machen. Ich will das DLC genießen und das mit euch zusammen. Deswegen warte ich bis zum Wochenende. Und dann werden wir gemeinsam schön das DLC ausprobieren. Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Und falls euch das Video hier gefallen hat mit den Terrain-Tools und den Deko-Objekten, würde ich mich selber ein Like freuen. Und später kommt wahrscheinlich noch ein weiteres Video. Ansonsten, die Tage werden noch viele weitere Videos zu dem neuen Update kommen, denke ich. Und bis dahin, macht's gut, haut rein. Euer Dandy.